Dieser Frau darf man niemals den Rücken zukehren. Ich bin unschuldig. Diese Frau ist eine Mörderin! Wer nach Gerechtigkeit sucht... Du wirst für deine Taten zur Verantwortung gezogen! Was schwör ich dir? ...muss sich der Vergangenheit stellen. Manche Sachen behält man lieber für sich, nicht wahr? Ich habe versucht, meinen Vater zu schützen. Keine weiteren Fragen. Sturm der Liebe. Montag bis Freitag um 15.10 Uhr. Angeklagte, bevor sich das Gericht zur Beratung zurückzieht, frage ich Sie, wollen Sie zu den erhobenen Vorwürfen Stellung nehmen? Sie haben das letzte Wort. Ich bin keine Mörderin. Und auch nicht das Monster, für das mich alle halten. Ich hätte nie im Leben jemanden umbringen können. Dazu bin ich gar nicht fähig, das schwöre ich. Gott, sperrt diese Lügnerin endlich ein! Herr Saalfeld, mäßigen Sie sich! Ich kann Sie jederzeit aus dem Saal entfernen lassen. Bitte, fahren Sie fort. Dass Emma Strobel und Felix Saalfeld solche Angst hatten, das tut mir schrecklich leid. Es war ein schwerer Fehler, die beiden einzusperren. Ich bereue, was ich getan habe. Danke sehr. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Nach eingehender Beratung ist das Gericht mehrheitlich zu folgendem Schluss gekommen. Dem Vertreter der Anklage ist es im Laufe dieser Verhandlung nicht gelungen, der Angeklagten zweifelsfrei nachzuweisen, dass sie die angeklagten Mordversuche begangen hat. Im Namen des Volkes ergeht daher folgendes Urteil. Die Angeklagte wird aus Mangel an Beweisen vom Vorwurf des versuchten Mordes in drei Fällen freigesprochen. Freispruch? Das kann nicht sein! Ruhe bitte! Mama, das ist ja Wahnsinn! Aber das kann doch nicht wahr sein! Diese Frau ist eine Mörderin! Das Gericht sieht das anders, nur das zählt! Auch das Gericht kann sich irren! Ruhe, habe ich gesagt! Das ist unmöglich! Wenn hier nicht sofort Ruhe herrscht, dann lass uns den Saal räumen! Das kann nicht sein! Die Freiheitsberaubung zum Nachteil des Felix Saalfeld und seiner Frau Emma, geborene Strobel, hat die Angeklagte eingeräumt. In diesem Punkt wird die Angeklagte für schuldig befunden und zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt. Die Strafe wird aufgrund der besonderen Umstände nicht zur Bewährung ausgesetzt. Die detaillierte Urteilsbegründung geht den Parteien schriftlich zu. Die Sitzung ist damit geschlossen. Heißt das, dass... Die Zeit in der Untersuchungshaft wird angerechnet. Das ist richtig. Sie sind frei. Sie können gehen. Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass dieser Prozess, der so scheinbar aussichtslos begann und dann so eine spektakuläre Wendung genommen hat, dass der Rechtsgeschichte schreiben wird. Und jetzt bitte ich Sie, meiner Mandantin, die ersten Schritte in die Freiheit zu gestatten, auf die sie so lange warten musste. Und Sie sollten auch nicht vergessen, dass Sie bald Redaktionsschluss haben. Besuch? Guten Tag, Frau von Heidenberg. Ich bin die Richterin in Ihrem Prozess, Felicitas Strehle. Guten Tag. Wie geht es Ihnen?
Fragen Sie die Apparate, durch die man mich gerade geschoben hat. Ich frage Sie. Sie müssen jetzt viel trinken. Es ist, als ob ich zerbreche. Einfach auseinanderfalle. Ich habe so viel Schmerzen, aber die finden nichts. Macht Ihnen das Angst, Frau von Heidenberg? Nein. Nicht mehr. Ohne Ihre Entscheidung vorgreifen zu wollen, diese Frau ist nicht verhandlungsfähig. Sie sehen, wie schlecht es ihr geht. Ja, ich denke, ich habe einen Eindruck gewonnen. Womit kann ich denn rechnen? Ja, bis morgen werde ich alle Fakten abgewogen haben und dann meine Entscheidung treffen. Auf Wiedersehen, Frau von Heidenberg. Sie hören morgen von mir. Ja, danke, Wiedersehen. Ach, Frau Heidenberg, guten Morgen. Frau Seifeld, ich habe eine Nachtschicht hinter mir. Ja, warum das denn? Bin ich hier die Direktorin oder Sie? Werner und ich bereiten das Golfturnier vor. Ich brauche noch ein paar Unterlagen. Haben Sie etwa hier genächtigt? Was dagegen? Sie sind schon die Zweite, die hier nächtigt. Anscheinend wird das Büro ein Nachtasyl für enttäuschte Frauen. Erst Rosalie Engel, nun Sie. Ich bin nicht enttäuscht. Ich habe einfach wahnsinnig viel Arbeit. Hatten Sie Streit mit Herrn Zastrow? Hat er Sie ausquartiert? So ein Pech aber auch, dass wir im Moment gerade völlig ausgebucht sind. Sonst hätten Sie sich doch ein Gästezimmer geben lassen können. Ja, ja. Ich hol da mal die Post. Mhm. Ja, es wird auch Zeit. Moment mal. Kann es sein, dass das Ergebnis des Gentests bereits vorliegt und Sie kennen es? Wie kommen Sie denn darauf? Naja, warum sonst bieten Sie mir Geld an? Ich will, dass Sie von hier verschwinden und meinen Sohn in Ruhe lassen. Kennt Ihr Sohn das Ergebnis schon? Es gibt kein Ergebnis. Sie lügen. Am besten, ich rufe ihn mal an. Ach, Sie wollen doch nur an das Millionenerbe meiner Enkelin. Ich will was? Wer ist da? Herr Briand, ich muss Sie kurz sprechen. Kommen Sie rein. Was willst du denn hier? Ihr Vater hat mir gerade Interessantes über Valentina erzählt. Hören Sie, ich will den Gentest nicht mehr. Haben Sie das Ergebnis des Tests schon bekommen? Nein. Ihr Vater hat mir gerade Geld geboten, damit ich verschwinde. Wissen Sie warum? Valentina ist mein Kind.